Moin. Moin. Ja Mensch, Leute, Moin ist doch normalerweise nicht eine Begrüßung wie Guten Morgen. Die alten Nordfriesen wissen das doch. Moin hat doch mehr damit zu tun mit ich mach's gut, mach einen guten Weg. Kommt ja, wenn ihr in Dänemark durch die Orte fahrt und ihr fahrt raus, da steht auch Moin. Das heißt, ich wünsche euch eine gute Fahrt, ich wünsche euch einen guten Weg. Und deshalb wünsche ich euch und Ihnen und uns das auch. Es gibt heute hier oben im Norden zwei Gipfeltreffen. Das eine ist heute Abend beim Handball. Da spielt Flensburg gegen Kiel oder Flensburg gegen den Rest der Welt. Und das zweite Gipfeltreffen ist hier, denn wenn Nordfriesland Spitze sein will, dann heißt es, sich heute Gedanken zu machen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben eine 8-stündige Veranstaltung für Sie vorgesehen. Die Türen werden jetzt abgeschlossen. Alles wird gut. Mein Name ist Carsten Kock. Ich komme von diesem komischen Sender RSH. Das ist die Abkürzung für Recht sonderbarer Haufen. Und einer soll sozusagen ein bisschen durch den Nachmittag führen. Ich bin aber nicht Ihr Gastgeber, sondern es gibt Vordenkerinnen und Vordenker hier im Kreis Nordfriesland. Und zumindest zwei besondere Köpfe möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Auf der einen Seite den Landrat und sein Stellvertreter. Herzlich willkommen, Dieter Hasen, und herzlich willkommen, Uwe Schwang. Ich glaube, ihr dürft von da oder wollt ihr bei mir? Mir ist das egal. Erstmal offiziell. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen und ich möchte sagen, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so, wenn wir unser Klimaschutzkonzept vorstellen, wenn wir auch das festlegen, was in die Zukunft reicht, dann machen wir immer klar, dann darf das keine Angelegenheit von wenigen sein, sondern dann muss das ein sehr breites Bündnis sein, das sich auch auf den ganzen Kreis erstreckt. So etwas ist auch von wenigen gar nicht zu leisten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich so ein würdiges Ereignis auch filmisch festhalten. Herr Tiefensee wird dazu die Aufnahmen machen. Ich setze Ihr Einverständnis voraus, ansonsten müssen wir darüber reden, dass wir Personen nachher dann noch rausschneiden. Ich stehe hier nicht alleine vor diesem Mikrofon, sondern ganz bewusst steht neben mir mein zweiter Stellvertreter Uwe Schwalm. Ist bekannt, dass er von den Grünen ist und wenn man schon mal einen Stellvertreter hat, der von den Grünen kommt, dann ist es prädestiniert, dass er dieses Thema Klimaschutz auch mit mir ganz eng abgestimmt bearbeitet. Er hat wesentlichen Anteil an der Vorbereitung dieser Veranstaltung und auch an der weiteren Arbeit dieses Projektes und deshalb möchte ich Uwe Schwalm jetzt hier das Wort übergeben. Herzlichen Dank. Wodurch das nun so genau alles in Gang gekommen ist, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Ich bin seit 1995 im Kreistag und 11 Jahre lang haben die Grünen da immer wieder mal Anträge gestellt zu Energie und Umwelt. Die wurden alle abgelehnt. In einer Tour abgelehnt, das war ziemlich frustrierend, egal welche Mehrheiten da waren. Da hätte man glatt die Lust verlieren können. Haben wir aber nicht. Und dann doch anhalten zu kriegen. Ende 2007 war es dann endlich soweit. Da hatten wir uns nochmal Mut gefasst und hatten gesagt, das würde uns doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir in diesem tiefliegenden Kreis hier rings umgeben von Deichen, wenn wir uns da für den Klimaschutz engagieren. Und Abstimmung, fast alle Hände hoch. Der Bann war gebrochen. Plötzlich hatten wir eine überwältigende Mehrheit. Es wurde eine AG eingerichtet, wir suchten dann ein Leitziel. Ich habe mir dann auf der Fahrt von Tarting nach Husum überlegt, es wäre doch ganz schön zu sagen, Nordfriesland soll klimafreundlichster Kreis Deutschlands werden. Nie im Leben hatte ich damit gerechnet, dass das so wird. Abstimmung erst in AG, dann im Kreistag fast alle dafür. Dann hatte ich gedacht, eine Drittelstelle, die das koordiniert in der Verwaltung, das wäre doch vielleicht auch nicht schlecht. Habe dann eine ganze Stelle gefordert, ich habe gedacht, nachlassen kann man immer noch, nachher. Ganze Stelle wurde genehmigt. Also irgendwie muss die Zeit reif gewesen sein, da wie das im Einzelnen zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wir haben dann Antrag gestellt auf Förderung für ein Klimaschutzkonzept. Sigmar Gabriel war damals Umweltminister im Bund, hat uns dann insgesamt 160.000 Euro zur Verfügung gestellt, haben im Büro gesucht, Wuppertal-Institut,
Die haben uns ganz schnell davon überzeugt, dass die die Richtigen für uns sind. Ich habe die dann mal gefragt, warum macht ihr das? Diese weite Entfernung, es gibt zwar Zugverbindung, aber ist doch immer ein ganz schöner Angang. Da haben die mir gesagt, ja, es ist für die ein besonderer Reiz in einer Region, die persönlich, danke, die so betroffen ist von dieser Situation und auch so ein Potenzial hat, dagegen anzugehen. Dieses Spannungsfeld, das hat mich sehr beeindruckt. Ein bisschen Geld gab es natürlich auch noch dafür nachher, aber das war also ein wichtiges Argument. Die haben uns dann ein Konzept erstellt mit 80 konkreten Maßnahmen, davon hören wir nachher noch was. Inseln und Halligen, die hatten sowas Ähnliches vor wie wir, mit denen haben wir dann uns zusammengetan und als Krönung haben wir dann letzte Woche noch 100.000 Euro für Klimaschutzmanagementstelle gekriegt, die wir für 3 Jahre finanziert kriegen mit 65%. Das zur Vorgeschichte. So, und genau jetzt sind wir mit den Planungen fertig und genau jetzt kann es losgehen mit der Praxis. Und genau jetzt ruft die Bundesregierung die Energiewende aus. Also wenn das kein perfektes Timing ist, dann weiß ich auch nicht. Die internationalen Signale, zum Beispiel aus Südafrika, die sind ja noch nicht so unbedingt positiv, was den lang ersehnten Durchbruch angeht beim weltweit koordinierten Klimaschutz. Aber ich finde, da sollten wir sagen, jetzt erst recht und dann eben von unten nach oben und wir sind vorne mit dabei. Und da bin ich richtig ein bisschen stolz auf meinen kleinen Heimatkreis Nordfriesland, dass das hier möglich ist und mit welcher Einvernehmlichkeit wir dabei vorgehen. Es geht dabei ja nicht nur um Idealismus, man kann damit sogar Geld verdienen, das hat sich inzwischen ja auch rumgesprochen. Und das sollte man auch nicht kleinreden. Und zwar Geld verdienen nicht nur mit den Erneuerbaren, sondern auch mit Einspar- und Effizienztechniken, Beratung, Installation, Wartung, Reparatur, niedrige Energiekosten. Das spült insbesondere, wenn auch eher unauffällig, Geld in die Kassen erstmal von Handwerk, Haushalten, Kommunen. Das wird in der öffentlichen Diskussion nicht immer besonders hoch eingeschätzt, ist aber auch mitzunehmen, finde ich. Sie sehen und werden heute noch sehen, es gibt viele Vorteile von dem, was wir hier vorhaben. Allerdings kann sowas Komplexes, allein schon die Veranstaltung, die wir hier heute durchführen, natürlich nicht von einem oder von wenigen durchgeführt werden. Da sind viele Aktive notwendig. Und stellvertretend für die vielen möchte ich an dieser Stelle heute meinen besonderen Dank aussprechen für die Verwaltung, Annemarie Lübcke, Andreas Doll, Burkhard Janssen, Hartmut Pohl und nicht zuletzt dem Landrat selbst, den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag für ihre Beschlüsse, dem Wuppertal-Institut, allen Referenten und Aktiven des Rahmenprogramms. Und ich danke allen Gästen, die hier und heute ihr Interesse zeigen und die wir so dringend brauchen als Multiplikatoren für die Umsetzungsphase, mit der wir jetzt beginnen wollen. Ich wünsche uns allen dabei ein frohes Schaffen, erstmal für die nächsten 10 Jahre. Packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank. So macht Uwe das eine Hand ein bisschen hier, dann erzählen wir mal ein bisschen. Was machst du eigentlich so? Ich war gerade hier auf dem Herrenklo, darf man ja erzählen. Und dann stand ich mit einem ganz jungen Mann hier, der auch an den Ständen ist und wir drückten auf diesen Papierspender und verbraucht wieder ein bisschen Strom. Und wie gesagt, das müsste eigentlich als erstes abgeschraubt werden. Was macht denn Uwe Schwalm, wenn es um das Thema Klimaschutz oder Ähnliches geht, abends durchs Wohnzimmer laufen und alle Fernsehgeräte ausschalten? Oder was ist bei dir sozusagen dein Beitrag? Das Mikrofon kriegst du nicht, dann redest du zu lang. Du kennst mich ganz gut. Also da, diesen Papierspender habe ich nicht, ne? Das weißt du. Ich habe dafür einen 5000-Liter-Tank im Rasen, dass ich meine Toilette nicht mit aufbereitetem Trinkwasser spülen muss. Dann habe ich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Und ich habe mein Haus in Tating direkt am Hauptbahnhof gebaut. Wenn da der Zug tütet, dann kann ich loslaufen, dann kann ich noch rechtzeitig zum Kreistag mit dem Zug kommen. Ich habe dann in Husum mein Fahrrad in der Radstation für 70 Euro im Jahr, Jahresbeitrag stehen. Dann kann ich also, ich fahre bei Regen manchmal auch mit dem Auto, aber das ist klar. Aber fahre dann auch zur Schule, meine 7 Kilometer von Tating St. Peter fahre ich mit dem Rad. Da schummel ich allerdings ein bisschen, da habe ich eben so ein E-Rad. Ab 60 darf man das, habe ich gelesen.
Du bist ja aus Sicht von Jopi Heses, bist du als in der Pubertät. Ja. Aber bloß, man muss aufpassen, dass man da kein schlechtes... Danke. Kein schlechtes... Das dauerte ganz schön lange. Das war ein Zickerwitz. Also, dass man kein schlechtes Gewissen hat mit diesem E-Rad. Dann habe ich den Stromanbieter gewechselt und bin jetzt bei Greenpeace Energy. Dieter Hahn, ja. Das ist immer ein schweren Kommen gegen so viel Leistung gegen einen. Nein, nein, das will ich gar nicht erst versuchen. Also so viel habe ich also da jetzt nicht an persönlichen Beiträgen schon aufzuzählen. Aber eines will ich doch sagen, glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, was mein Privatwagen für einen CO2-Ausstoß hat, dass der unter 100 ist, knapp unter 100, deutsches Fabrikat im Übrigen, dann glaube ich, habe ich damals, mehr will ich aber nicht sagen. Vorne B, hinten MW, aber er will es nicht sagen. Aber dann habe ich ganz bewusst, diese Entscheidung auch nach Klimaschutzgesichtspunkten getroffen. Das war auch in der Familie schnell abgestimmt, dass das für uns das Kriterium war. Aber Sie sind noch nicht fertig mit dem Tun? Nein, wir sind nicht fertig mit dem Tun. Und was zu Hause immer ein Thema ist, sind die ganzen Standby-Geräte. Da gibt es auch, hat der Junior etwas konzipiert, dass die automatisch dann ausgehen und dann insgesamt wieder angemacht werden mit einer Schaltung. Fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert. Aber das zeigt, solche Fragen können Sie nur mit vielen gemeinsam lösen. Das kann nicht einer alleine bewerkstelligen. Dankeschön dem Landrat, dankeschön dem Stellvertreter. Ab mit euch. Dankeschön für die erste Runde.